Pulverfass Deutschland. Was bewegt Deutsche im Jahr 2024 dazu, in Scharen auszuwandern? Was sind die Hintergründe? Dem wollen wir heute auf die Spur gehen. Mein Name ist Maurice Klingenschmidt von SI Real Estate Mallorca und das ist ein neuer Podcast. Bleibt dran und seid gespannt. Ja, heute haben wir einen Special Guest dabei, unseren Jan. Schönen guten Tag, hallo. Frischer hallo, Auswanderer. Jawohl. Und der Jan, der kann uns mal ein bisschen erzählen, was hat ihn denn eigentlich dazu bewegt, auszuwandern? Was war deine Intention gewesen, deine Hauptintention? Und wie lange hast du gebraucht, die Entscheidung zu treffen? Also ich muss sagen, dass bei uns Unruhe im Land herrscht, das ist kein Geheimnis. Meine Intention auszuwandern war einfach ein höherer Standard an Lebensqualität. Ich habe mir finanziell auch Sorgen gemacht. Und ich wollte halt einfach nicht mehr einkaufen gehen oder durch die Straßen laufen. Ich meine, mit der Gewalt nimmt es auch zu bei uns in Deutschland. Du kommst ja aus einer Großstadt? Ich komme aus Darmstadt, ja, aus Südhessen tatsächlich. Und ja, da macht man sich halt schon Gedanken, abends rauszugehen. Es gab ja auch diverse Vorfälle jetzt am Lüsenplatz etc. Und ich wollte einfach ein bisschen Ruhe, ich wollte abschalten, ich wollte das Leben genießen. Und ja, da habe ich mich dazu entschieden, nach Mallorca zu kommen. Ja, Jan, erzähl uns doch mal so ein bisschen, was du vorher gemacht hast. Was machst du denn beruflich? Was hast du bisher beruflich in Deutschland gemacht? Was sind deine Perspektiven hier auf Mallorca? Und abseits von dem, was du gerade betont hast, was hat dich denn noch so dazu bewegt? Also ist das was, was sich jetzt in der letzten Zeit entwickelt hat? Oder hast du schon länger den Drang gehabt, die Lust gehabt, auszuwandern, Deutschland zu verlassen? Ja. Erzähl doch mal ein bisschen. Ich habe Schreiner gelernt. Ich bin gelernter Handwerker, gelernter Schreiner. Ich habe mich schon länger mit dem Thema befasst, auszuwandern, weil ich einfach das graue Deutschland nicht mehr sehen konnte. Ne? Ich wollte mehr Lebensfreude, ich wollte mir selbst mehr Freude gönnen, mir Sonne gönnen, mir Strand gönnen. Und möchte mich hier im Gartenlandschaftsbau, gegebenenfalls im Facility Management, selbstständig machen und einfach schauen, wie sich die Sachen hier entwickeln. Ja, spannend, spannend, spannend. Super interessant. Ja, es ist natürlich so, dass man das ja in den Medien gerade sehr viel hört. Ne? Also es gibt ja sehr viele Menschen, auch öffentliche Personen, die darüber sprechen, die auch in der Vergangenheit ausgewandert sind oder in den letzten Jahren ausgewandert sind. Also bekannte Persönlichkeiten vor aus Deutschland. Unternehmen, große Unternehmen, ja, aber auch Celebrities, ja, Promis, klassisch Promis. Die Auswanderer, die das medienwirksam sogar begleiten lassen. Da gibt es ja der Rapper Bushido. Ist auch ein ganz bekanntes Beispiel, die deutschen Kardashians, wie man so schön sagt. Der ist ja nach Dubai rüber. Der ist nach Dubai, genau. Und ja, die Menschen sprechen ja auch über die Beweggründe, warum sie das gemacht haben, warum genau jetzt. Ne? Mhm. Und wir haben da so ein bisschen das Gefühl, dass ich meine, wir leben nicht mehr in Deutschland und seit vielen Jahren nicht mehr in Deutschland. Das heißt, wir können das gar nicht so klar bewerten, aber ich denke, du kannst das. Und es wird immer darüber gesprochen, dass Deutschland gerade ein Pulverfass ist. Also ich höre das auch von sehr vielen wohlhabenden Kunden von uns, Unternehmern, die sehr gut situiert sind in Deutschland, also wo es wirklich nicht daran liegt, dass sie jetzt, dass es denen, sage ich mal, finanziell schlecht geht oder dass sie keine Perspektive in Anführungszeichen in Deutschland haben, weil die haben ihre Schäfchen schon im Trockenen, aber man hört immer wieder das Wort Pulverfass. Also kannst du das, würdest du das unterstreichen? War das auch einer der Gründe, warum du jetzt gegangen bist, weil du einfach der Auffassung bist, dass Deutschland mittlerweile ein Pulverfass ist? Ja, ich habe mir schon viel Gedanken gemacht. Die politische Lage bei uns ist jetzt auch nicht die beste. Und ich habe auch einfach an meine Zukunft gedacht. Ich habe noch keine Kinder, ich möchte Kinder und ich habe für mich selbst entschieden, keine Kinder in Deutschland groß zu ziehen oder groß ziehen zu wollen. Und ich merke das auch draußen. Die Leute sind angespannt, die haben meistens schlechte Laune, sind garstig. Ich habe selten ein gutes Gespräch draußen. Ich bin sehr, sehr offener Mensch, sehr kommunikativ. Suche oft das Gespräch auch zu Fremden und in der Nachbarschaft. Und ja, ich muss sagen, es ist sehr, sehr angespannt und die Bedenken haben mir halt... Haben dich dazu bewogen, Entscheidungen zu treffen. Genau, auszuwandern, ja. Ja, super interessant, super interessant. Und hättest du denn, sagen wir es mal so, wenn Deutschland nach wie vor, sage ich mal, ein Land wäre wie beispielsweise in den 70er oder 80er Jahren, also mit Aufschwung, starke Wirtschaft, starkes soziales System, also wirklich einfach ein Land, was funktioniert hat, ja, in jeglicher Hinsicht, auch politisch. Denkst du wärst, wenn du jetzt aus einer anderen Generation wärst, in den 80er Jahren nach Mallorca ausgewandert? Ich glaube eher weniger. Spannend, interessant. Ich glaube, ich hätte mich dort dann in Sicherheit gewogen oder ich hätte gewusst, dass auf mich eine blühende Zukunft wartet. Es ist unfassbar schwer, in Deutschland noch was zu reißen. Und, ja. Interessant. Also dem würde ich mich auch anschließen. Na, super also, spannend. Ich hätte Deutschland in den 80er, 90er nicht verlassen. Ja. Ich ja schon alt genug gewesen wäre. Also wenn das jetzt so weiter noch...
in Deutschland krasser war, sondern weil auch andere Länder noch weniger entwickelt. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also, das kommt noch dazu. Wie war es in den 80ern hier? Ja, das ist schon so, das ist schon so. Nein, ich denke, das ist so ein bisschen das Zusammenspiel. Aber super interessant, also ja, mich würde noch interessieren, Jan. Was würdest du jetzt machen? Ja, mich würde interessieren, du hast das gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, Facility Management, Garten- und Landschaftsbau, das ist so ein bisschen der Bereich, in den du jetzt gehen möchtest. Ich denke, viele Zuschauer werden jetzt sagen, ja, das ist auch ein sehr typisch deutscher Gedanke. Es gibt ja schon Tausende, die das machen, es gibt ja schon Hunderte. Was sagst du denn dazu? Was ist denn deine Meinung, wenn du sowas hörst? Ne? Wenn du so negative, das ist ja wieder dann so eigentlich auch ein Produkt der Gesellschaft in Deutschland. Also warum man dann überhaupt so, ich würde schon fast sagen, gehässig ist. Das ist ja auch gehässig sein einfach. Ja. Ne? Dem anderen das nicht zu gönnen, nicht zu wünschen. Oder genau, Schadenfreude. Ja, genau. Also das ist ja auch, ja, das ist ja, sage ich mal, auch genau, German Schadenfreude. Ein sehr deutsches Phänomen, leider. Und das war nicht immer so gewesen. Ich kann mich daran erinnern, wenn ich in der Kindheit mich mit meinen Großeltern unterhalten habe. Mich mit meinen Onkels, meinen Tanten, mit meinen Eltern auch. Mein Vater ist 1952 geboren, Nachkriegskind. Dann gab es das nicht. Die haben sich gefreut für andere. Also wenn man gehört hat, hey, der hat das erreicht, der hat das geschafft, der ist diesen Weg gegangen, dann haben die Leute sich gefreut. Du hast am Stammtisch in Anführungszeichen gesessen oder bei meiner Oma in dem Fall am Küchentisch und die ganze Familie saß da versammelt und wenn es da irgendwie so einen Ausreißer gab, der eben was anderes gemacht hat, was nicht so konventionell war, dann hat man dem Glück gewünscht. Ja, dann war das positiv, dann hat man sich für ihn gefreut, dann hat man wirklich von Herzen gespürt, dass die Menschen gesagt haben, hey, ich glaube nicht, dass das nur meine Familie so war, aber ey, schön, hoffentlich schafft er das. Hoffentlich wird es ihm gut gehen. Hoffentlich wird er keine zu großen Hindernisse überwinden müssen. Und das hat sich auch ganz stark verändert. Also es ist einfach in der Gesellschaft, hab ich so ein bisschen das Gefühl, es ist immer, ja, oder die Menschen werden immer gehässiger. Das kannst du natürlich auch nicht pauschalisieren, gar keine Frage. Es gibt auch super entspannte Menschen nach wie vor 2024 in Deutschland. Wir haben glücklicherweise sehr, sehr coole Kunden auch. Und da sehen wir das teilweise auch, diese Kontraste. Ja. Ne? Bei den Leuten, die einfach zu uns ins Geschäft auch kommen, die frisch aus Deutschland kommen, die teilweise auch sehr cool sind und sich da so abkapseln, ne? So einfach so eine kleine Blase, ihre Bubble haben, in der sie leben und sich von diesen äußeren Einflüssen nicht so triggern lassen. Ja? Aber ja, super interessant zu sehen, dass du das in den 80er Jahren nicht gemacht hättest und heute tatsächlich, ne, weil das ist ganz interessant, unser Kameramann hier, unser Videoproduzent, der Gian Simsek hinter der Kamera, der macht auch relativ viel TikTok und Social Media und macht er auch super spannend, super interessant. Und hat neulich einen TikTok, hattest du doch gemacht, wo du, was hattest du da gesagt, dass du jetzt heute... Weil ich oft gefragt werde, ne, auswandern, weil ist das, da habe ich halt gesagt, dass es heute wahrscheinlich nicht mehr, also es einfach schwieriger wäre, was man auch gerne machen würde, aufgrund der Lebensqualität, etc. Ja. Aber als ich vor 11 Jahren kam, es war einiges einfacher, aber allein schon vom finanziellen Aspekt, Mietpreise, etc. Ja, ne? klar. Ist jetzt nicht, ne? Also sowas. Und da habe ich gesagt, eher nicht. Aber nicht, weil Deutschland jetzt viel geiler ist, sondern einfach, weil es hier ein bisschen schwieriger geworden ist. Aber wenn man jetzt nicht ein gewisses finanzielles Standing hat, ne? Ja, klar. Also, klar. Platz ist begrenzt. Oder nicht mit einem strukturierten Plan hier rüberkommt, sage ich mal. Ja. Oder seine Schäfchen noch nicht im Trockenen hat. Ne? Also viele kommen mir natürlich auch mit dem Gedanken her. Ich meine, klar, wir sind jung. Wir sind mit einem anderen Ansporn hierher gekommen. Ne? Ich meine, du warst auch Mitte 20. Ich war 19, als ich nach Mallorca gekommen bin. Und da hat man natürlich, da wollte man was erreichen, da wollte man was schaffen, da wollte man was machen, da wollte man seine Fingerabdrücke, seine Fußstapfen hinterlassen. Genau, das war so ein bisschen der Anreiz. Aber es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die jetzt auch nach Mallorca auswandern wollen, im Ruhestand, ja, weil sie einfach ihr ganzes Leben gearbeitet haben und sagen, hey, pass auf, das ist uns genug. Wir können jetzt entscheiden, wir sind so privilegiert und wir haben jetzt die Möglichkeit auch zu sagen, pass auf, wir machen oder werden unseren Lebensabend nicht in Deutschland verbringen, sondern eben in Spanien, auf Mallorca, ja, und das kann man natürlich ganz klar nachvollziehen. Und da ist natürlich wieder eine andere Grundvoraussetzung. Ne? Dann ist es nicht so entscheidend, ob die Mieten jetzt heute, klar, für die Einheimischen ist es das und für Leute, die, sag ich mal, junge Unternehmer sind und gerade anfangen mit einer Unternehmung und aus relativ einfachen Verhältnissen kommen, ist das dann natürlich ein Riesenthema. Aber wenn man eben seine Schäfchen und Trockenen hat und sagt, ich möchte jetzt meine Rente im Ausland verbringen, dann ist es wahrscheinlich sogar noch günstiger. Das ist ja auch nochmal so ein Thema als in Deutschland. Ne? Ja. Also auf Mallorca ist es de facto, in Spanien ist es deutlich günstiger. Du hast günstigere Lebenshaltungskosten als in Deutschland. In München kriegst du keine Zwei-Zimmer-Wohnung für 1200 Euro. Die kriegst du aktuell in Palma. Ist zwar sehr schwierig, vollkommen der Akkord, gar keine Frage, aber die gibt es noch. Ja, die gibt es noch und die kriegst du auch noch. Ja, oder für 1000 Euro. Es gibt auch noch Döner für 4 Euro. Ja. Und es gibt auch noch Döner für 4 Euro, genau. Genau. Hier brauchen wir nicht mal eine Dönerpreisbremse. Ne? Hier brauchen wir keine Dönerpreisbremse, genau. Und das sind alles so Unterschiede. Nee, super spannend. Jan, hast du noch was zu sagen, was dir auf dem Herzen liegt, was dich noch bewegt hat, was emotional vielleicht... Mich würde noch was interessieren.
Der Jan hat ja auch gesagt, er hat ja auch das Interesse, eine Familie zu gründen. Tatsächlich, und, ja. Und was würdest du sagen? Du bist ja jetzt auch schon ein paar Wochen hier. Wie lange bist du jetzt? Schon über einen Monat, ne? Ungefähr, ja. Was würdest du sagen, wie ist das beim, was ist der Unterschied beim Dating zwischen Deutschland und Spanien? Wie ist die Damenwelt hier? Ich muss tatsächlich sagen, dass die spanischen Frauen oder die südamerikanischen Frauen viel aufgeschlossener sind. Mhm. Dass man da viel mehr Energie spürt, die haben mehr Interesse. In Deutschland war es relativ schwierig. Da ist ja immer, wo geht man hin, wo macht man was. Und hier hat man ja, man hat den Strand, man kann in die Berge. Man hat einfach viel Auswahl, was das Dating einfach schöner macht, einfacher macht. Ja, was die Mentalität angeht, kennst du da irgendwelche Unterschiede? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich muss sagen, die spanischen und südamerikanischen Frauen haben mehr Temperament. Die sind nicht so, in Anführungszeichen, spröde. Oh, aber hey, Jan, das, ja, hallo, das kannst du aber hier. Spröde, also meine Mama ist nicht spröde, du. Schöne Grüße, Mama. Ja, jetzt mal, man kann sagen, also das passt ja schon wieder. Die Menschen hier sind grundsätzlich aufgeschlossener, haben einen offeneren Geist, genau, und sind da noch nicht ganz so stark geprägt von Social Media, ja, in der Tat. Was wie das in Deutschland der Fall ist. Ja. Von der Anspannung. Ich glaube, das ist das Thema. Ja, ist deswegen auch Pulverfass. Ne? Das ist genau das Ding. Also Deutschland, also viele haben ja diesen Eindruck, Pulverfass. Ne? Es ist kurz davor zu explodieren. Absolut, natürlich kannst du den Medien die Schuld geben, definitiv. Ne? Das ist ja auch die Berichterstattung. Das ist ganz vieles wird aufgebauscht. In den 90er, 90er reden auch, also gab es auch rough Zeiten, harte Zeiten. Es gab teilweise roughere Zeiten. Es war so rough, dass die RAF zum Beispiel noch aktiv war. Ja, das ist richtig rough aber gewesen. Das gibt's, wurde anders übertragen, genau. Und das ist eben so ein bisschen das Thema. Ne? Du hast ganz klar eine andere Berichterstattung, und ja, das wollen wir jetzt nicht. Also wollen wir jetzt nicht in politische Themen einsteigen. Wollen wir nicht, ich glaub, intensivieren, ist, vielleicht ein andermal. Vielleicht ein andermal, genau, aber. Aber das ist schon so, absolut, nein. Ich würde sagen, genau, Jan, wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Glück von Herzen bei allem, was du hier vorhast. Wie gesagt, und auch jedem, der diesen Schritt wagt, unabhängig davon, woher er kommt, aus welcher, in Anführungszeichen, Kaste er kommt, was er für einen finanziellen Background mitbringt, ganz egal. Jeder, der diesen Schritt geht, von ganzem Herzen, nur das Beste. Ich finde das immer fürchterlich, wenn man in der deutschen Community hier auf Mallorca gerade in Foren, auf Social Media immer liest, wie gehässig die Menschen einfach sind. Ich finde, das wirklich, ich kapsel mich ganz klar davon ab. Das ist auch nicht, wofür wir stehen, wofür unser Unternehmen steht. Deswegen ganz viel Glück dem Jan, ganz viel Glück allen Menschen. Na, die können dann meistens auch kein Spanisch, diese Menschen, die dann so ganz große Reden schwingen auf Social Media nach 20 Jahren auf Mallorca. Das ist lächerlich. Schämen sollten die sich, aber richtig schämen, du, mein lieber Scholli. Und da sind wir eben einfach anders. Nosotros hablamos español fluidamente, perfectamente, como toca, como Dios manda. Und genau deswegen sind wir wahrscheinlich auch nicht gehässig, weil wir hier angekommen sind, weil wir verwurzelt sind, weil wir connected sind mit den Spaniern, weil wir connected sind mit den Südamerikanern und nicht in unserer Blase geblieben sind. Deswegen in diesem Sinne, alles Glück der Welt für Jan. Dankeschön. Alles Glück der Welt für den Rest, der vorhat auszuwandern. Wir wünschen euch alles Beste. Und wenn ihr vorhabt, nach Mallorca zu kommen, dann habt ihr die passende Anlaufstelle. SAE Real Estate Mallorca, wir kümmern uns. Ganz genau, so nicht anders. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und hasta luego. Hasta luego.